und herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudias Beautybox. Ja, es ist wieder Montag 14 Uhr und das bedeutet, dass es wieder eine Ausgabe von Hot oder Schrott gibt. Und ich habe mir für dieses Mal überlegt, dass ich die neue LE von MAC nehmen werde. Es ist die, jetzt lass mich mal lesen, Squall Golds Eyeshadow Palette X6, also es sind 6 Töne, Sparkle Storm. Die habe ich bei der Black Week sehr günstig bei Beauty Bay geschossen. Da war die nämlich noch preiswerter als bei MAC selber, obwohl MAC richtig gute Angebote hatte. Aber naja, so, das sind die Tönchen. Finde ich richtig schön. Sieht sehr edel aus, sehr winterlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich mir damit aufs Auge ziehe. Das Einzige, was mich stört, ist die Tatsache, dass es keinen glanzfreien, hellen Ton gibt. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ich mache es einfach jetzt so, wie ich es immer mache. Schauen wir mal, ne? Okay, dazu werde ich heute benutzen einmal diesen Benefit Mascara. Das sind alles Sachen jetzt aus den Adventskalendern. Diesen MAC Lip Tint oder Lip Stain schon fast. Und ich habe mir diesen kleinen süßen Blush ausgesucht. Ich schaue jedenfalls mal, wie ich alles hier zusammensetzen werde. Das sieht schon mal gut aus. So, ja, ne? Alter Pfirsich, wissen wir, ne? Okay, ich nehme mir einen Fluffy Pinsel und gehe erst einmal in dieses Tönchen rein. Das ist ein Bordeaux-Rot. Ich werde das versuchen, ein bisschen nur so ganz leicht zu machen, was bei der Pigmentierung von MAC ein bisschen schwierig sein wird, aber ich versuche einfach, es wenig aufzutragen. Einfach nur, um ein bisschen zu setten. Na. Genau, man braucht es ja nicht so heftig auftragen. Genau. Okay. Gefällt mir gerade ehrlich gesagt nicht. Aber wir schauen einfach mal. Ich tupfe immer nur rein und versuche einfach, das ein bisschen zu verteilen. Ja. Finde ich erstmal ganz gut so. Ich nehme jetzt den ganz dunklen Ton und mache mir da hinten die Ecke ein bisschen dunkler. Genau. Das geht gut. Das Problem ist immer, auf diesem Auge sehe ich sehr, sehr wenig. Da habe ich nur noch ganz wenig Sehkraft drauf. Und wenn ich jetzt hier das Auge zumache, um eine vernünftige Linie zu machen, sehe ich kaum noch was. Tja. Ja, es ist manchmal echt. Naja, ich habe Mitte Dezember habe ich einen Termin beim Augenarzt. Mal gucken, was der sagt. Ob ich vielleicht doch mal die Chance bekomme, mich vielleicht doch operieren zu lassen. Ich bin mal gespannt. Das sieht schon ganz gut aus. So, jetzt nehme ich einen kleineren Pinsel
und gehe erst einmal in den Braunton rein. Den trage ich mir mal hier hinten auf, um das ein bisschen hier noch zu vertiefen. Das ist, glaube ich, die falsche Pinsel. Ich nehme mir einen flacher gebundenen Pinsel dafür und presse mir da. Ja, das geht besser. Okay, das geht besser. Okay, das mache ich nur bis zur Hälfte. Na, dass es so in die Mitte vom Auge geht. Ja. So, ich streife dann ein bisschen ab und gehe in diesen lila Ton. Den trage ich mir dann eher in die vordere Hälfte auf. Oh ja. Sehr fein. Oh, sehr schön. Ein sehr schöner Ton. Jetzt nehme ich das Blau und tupfe mir das in die Mitte. Oh, oh ja. Wunderschön. Von dem Blau war ich auch auf der Webseite total begeistert. Da war, stand dann fest, ich brauche diese Palette. Das ist sehr, sehr schön. Oh ja. Mal eben den Finger ein wenig abstreifen. Das ist schön. Jetzt nehme ich noch einen ganz kleinen Pinsel. Na, wo bist du hin? Einen sehr kleinen Pinsel, gehe in den weißen Ton rein. Und mach mir den in den Inner Corner und ziehe mir den auch ein bisschen hoch. Der ist unauffällig. Na, ich ziehe doch mal mit der Kante ein bisschen höher. Ich hatte was auf der Kamera, auf dem Handy-Display meine ich. Okay, ich gehe nochmal in diesen lila Ton rein und trage mir den unters Lid. Oh, da ist jetzt was runtergebröselt. Na gut, das war ich auch hier mit meinem Mini-Pinsel. Sehr schön. Ich streife mir den ab, gehe nochmal in das Blau und trage mir den hier ein. Sehr schön. Ja. Der Weiß ist ein bisschen schwach auf der Brust. Sehr schön. Gut. Dann nehme ich hier meine neue kleine Mini-Mascara von Benefit. They're real. Ich liebe diese Bürstchen, das wisst ihr. Und den trage ich mir jetzt mal hier schön kräftig auf. Schön.
Ich finde ja immer gut bei solchen teuren Mascaras, dass das, dass man die auch aufbrauchen kann, ne? Also ich finde bei einer 3-Euro-Mascara nicht ganz so tragisch, wenn die dann auch mal eintrocknet oder so. Das liegt in der Natur der Dinge. Aber solche kannst du halt aufbrauchen, ne? Und deswegen bin ich ein Fan von diesen Reisegrößen. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Da ist was. Ja, genau. Das gefällt mir schon mal gut. Dann nehme ich mir meinen Blushpinsel. Wo ist er? Da ist er. Nehme hier meinen kleinen Nars, ne? Der O-Punkt-Punkt-Punkt Blush. geh runter. Ich habe es einmal wirklich fertig gebracht, einen Blush zu benutzen. Ich dachte, warum tut's denn nicht? Warum? Bis ich gemerkt habe, dass da noch diese Folie drauf war. Ja, das ist jetzt Gott sei Dank schon länger nicht mehr passiert und auch noch nie vor der Kamera. Das war mir ja todespeinlich. Der ist übrigens sehr schön. Seht ihr das? Ist der nicht fein? Habe ich jetzt da mehr? Ja. Okay, ja, ein bisschen. So, damit ich ein bisschen lebendig heute aussehe. Mal ein bisschen etwas tiefer in die Blushkiste greifen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Jetzt nehmen wir auch noch den hier. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie der heißt, weil ich kann es nicht lesen. Müsste mir eine Lupe dann holen. Naja. So sieht er aus. Schöne Farbe. Schöne Zähne. Gefällt mir. So, ihr Lieben. Ja, lasst uns noch mal die Augen ansehen. Darum geht es ja eigentlich, ne? Ich mache ja immer nur so ein Full-Face. Oh, ist das schön. Wow. Okay, ich muss hier hinten noch mal ein bisschen verblenden. Genau. Genau, mache ich hier auch. Ach, ich könnte mir ja noch den. Moment. Ich könnte mir ja noch den hellen etwas unters Auge machen. Moment. Unter das Auge, unter die Augenbraue. Nehmen wir hier so einen kleinen Pinsel. Oh ja, schön. Ja, das gefällt mir. Okay. Nochmal. Ja, so gefällt es mir. Das finde ich sehr, sehr schön. Dezent schimmernd. Anscheinend ist der so subtil. Das ist okay. So, schaut euch nochmal an. Also ich finde die sehr, sehr schön. Ja, gefällt mir sehr gut. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, die Palette von MAC. Manche sind ja nicht so doll, muss ich wirklich zugeben. Aber die hat definitiv ein Däumchen nach oben verdient. Und ich habe natürlich auch die größere gekauft. Die war wirklich fast die Hälfte als fast die Hälfte. So sieht, ach ja, da kann ich euch die Farben auch ein bisschen zeigen schon. Die finde ich toll. Die werden wir das nächste Mal, nein, nicht das nächste Mal, aber ein nächstes Mal benutzen, weil mich interessieren doch diese dunklen Blautöne, also dieses in sich verlaufende Blau. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, sagt mir bitte, was ihr von dem Look haltet. Ich wäre total gespannt. Dann würde mich total freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren könntet. Da wäre ich total dankbar, weil ich bin ganz kurz vor den 700. Das fände ich toll. Das wäre ein cooles Weihnachtsgeschenk von euch für mich und kostet euch gar nichts. Also bitte, aktiviert das Glöckchen, dann bekommt ihr immer mit, wenn ich ein neues Video auch lade.
Der Lippenstift ist auch mega geil. Sehr schön. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hätte beinahe ersten Advent gesagt, aber der ist ja für euch gestern. Bleibt oder werdet bitte gesund, das ist das Allerwichtigste. Mir geht's immer noch nicht gut. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ja, mal sehen, was der liebe Doktor dann gesagt hat, wenn ihr das Video seht. Vergesst es einfach. Ihr Lieben, ich wünsche euch, wie gesagt, immer noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Claudi. Färbt schon nicht mehr ab. Doch, ein bisschen. Hä? Nee. Egal. Tschüss.